Der Funkturm. Suche neue Kunden. Oder platziere einen Erkundungs. Eine Lage. Ja, aber wie kann ich den Erkundungsmarker draus machen? Jedes gebaute Pfadfinderlager und Lagerhaus erhöht das Limit von Lager. Ah, okay, ich muss noch weiter reingehen jetzt. Okay, es ist also automatisch ein Sammelmarker, wenn irgendwelche Ressourcen in der Reichweite. Ach so, gut, ich kann natürlich wahrscheinlich. Moment, ich kann ja hier drin. Fällt mir gerade ein. Vielleicht brauchen wir gar keine 10 Leute da drin. Wir können es einfach mal so machen. Ja, ich weiß, dass das. Bedeckt jetzt. Nicht so viel. Okay. Ja, es gibt. Genau. So, jetzt seid ihr hiermit durch. Das heißt, ihr geht mal auf den Forschungsmodus. Da können sogar 5 Leute drin arbeiten. Okay. Okay. Mal einfach mal. Solange wir die Leute da drin nicht zwingend brauchen. Jetzt hier schon. Also das ist mein Bereich erweitert? Wahrscheinlich nicht, oder? Reichweite 70. Reichweite Lagerhaus ist bestimmt im Bereich, in der Arbeitskräfte Arbeit nachgehen können. Du möchtest, dass sie weiter entfernt arbeiten, musst du zusätzliche Lagerhäuser bauen. Aha, okay. Das heißt, wir müssen erstmal Lagerhäuser. Wahrscheinlich. Aber wir müssen erstmal das Quest erfüllen. Und ach, hier kann ich mir anzeigen lassen. Was das denn kann. Aufwerten. Größer dann. Da brauche ich Bretter und Werten. Okay, damit haben wir das Quest erfüllt. Wegen neuen Forschungspunkte und neue Entwicklungsmöglichkeiten. Nimm den Funkturm wieder in Betrieb. Benutze den Funkturm, um andere Speergruppen auszurichten. Kapitel 2, der gemeinsame Weg. Migriere andere Clans in die Gruppe.
ob das. Was produzieren wir jetzt hier an Nahrung? 3,3. Wir haben jetzt 18. Was wird uns das Trümmerkostüm 25? Sehen. Wir können noch Holz sammeln. Wir haben nicht nur noch 5 Holz. Und das mal. Achso, die Bügelsäge, ja. Ich hätte vielleicht auch die Holzfälle heute entwickelt. Fällt mir gerade so auf. Gut, den wieder raus. Wenn das, wenn man jetzt hier nochmal einen reinsetzen würde, plus 6, kommt. Also im Prinzip können wir uns das mit der Fischerei auch noch machen. Ja. Nur über die Früchte quasi gehen. Oder Pilz oder so. Pilzgruppen. Kann ich nicht auch sagen. Funktion anhalten, dann geht er mir nicht mehr auf die Nerven. Glaube ich tatsächlich mal hier so ein ich kann kleine Lagerhäuser bauen. Okay. Wie geht. Ziehen. Und da wenigstens der komische Turm da mit dem Bereich. Ich baue. Boom. Machen wir so. Bitte. Hütte. Muss man die einstellen und dann geht man mit da rein. Reicht.
Dann ist das Grünchen mit Lager voll ist. Kürzlich ein neues Gebäude. Okay. Wir machen das mal 1-1, aber die gleiche Menge an. Wieso haben wir jetzt Achso, okay, Moment. Ziehen die hier mal raus. Mal hier ein paar Leute rein. Haben wir jetzt nämlich hier hinten auch unten. Bezirksverband. Revier. Nix. Oder kann ich da ein bisschen Moment Hunger? Kann ich da. Ein Funkturm, ja, gib mir das natürlich ein ich über Trümmer lassen. Hier drin sind Gebäudereste. Hier mal erkunden gehen. Vielleicht finden wir noch mal irgendwie alte Technologien oder irgendwie ein Relikt aus der alten Welt, um schneller an Forschungspunkte zu kommen. Wir haben jetzt zwar wieder 10 und könnten hier den Fischer Kai freischalten, aber wir haben ja sowieso gerade direkt. Lohnt sich das nicht? Holzfäller. Einfach damit wir eine haben. Bäume fällen. Ja, ja, ich. Interessanter Ort. Medikamente gibt's. Ich suche mit Dietrich. Hier mal. Und mal erkunden. Wird sich in einem Tag um 50. Wir müssen halt mal sehen, wie oft sich das dann tatsächlich erhöht. Tage. Ja.
Donaler Massen. Das Gebäude ist nicht in Betrieb, ja. Warum eigentlich nicht? Wir haben nur 60 mehr bekommen. Was ist gesammelt hier? Einzelne Büsche. Die Leute. Ich habe sie lang. Wir brauchen Holz als Brennholz und für den. Wir brauchen aber gar kein Holz. Ach so, die Dinger kann ich noch ab. Ich die durchsuche. Das kann ich auch nicht wieder aufbauen. Aber die Gebäudereste, kann ich die auch zu einem Wohngebäude ausbauen? Hier sind die. Globale Bestands. Geht das nicht, weil die gerade hier suchen. Konnte ich mich vorhin eigentlich nochmal irgendwie. Ah ne, okay, es ist. Braucht natürlich immer mehr Erfahrung. Okay. Zufriedenheit. Privathäuser. Der Clan mag. Der Clan mag Kunstgalerien nicht. Was ist denn los? Spielhallen mögen sie auch nicht. Okay. Na gut. So, das habt ihr nicht erledigt. 90%. Ach komm, das hätte doch jetzt an dem Tag mal schaffen können. So, dann gehen wir wieder in den Akademie-Modus. Ein Buch gehabt. Schlecht.
Warum hast du? Was? Clans bereits ins Spiel? Achso, okay, ja. Halt, soll das machen. Gehen wir erstmal wieder in den Forschungsmodus. Müssen wir eigentlich jetzt mal in dem Tech Tree nachgucken. Nächstes bräuchten. Oder wir heben es uns auf, falls wir irgendwie wieder einen Quest kriegen. Wo ist denn das? Wahrscheinlich bei Erkundung. Turm. Überlegen. So, in der Küche bräuchten wir also Ausdrucksleute. Dürftigkeit. Wasserreinigung brauchen wir Belesenheit. Insektenhaus. Ja, Bohnen. Kleine Farm braucht Präzision. Ist die Frage. Man kann ja, so wie ich das verstanden habe, kann man hier ja pro Clan spezialisieren. Die Frage ist, ob wir den Clan nicht Richtung Standhaftigkeit. Also aktuell brauche ich sowieso nicht, weil es nur Forschungspunkt. Oder ob man jetzt sagt, okay, man nimmt den ersten Clan und geht dann hier. Okay, wir brauchen hier Disziplin und Präzision. Belesenheit brauchen wir wiederum für eine Forschungszeit. Bretter, ach okay. Okay, sobald wir Bretter freigeschaltet haben, dann brauchen wir auf jeden Fall das. Das heißt, wir brauchen sowieso Präzision und Disziplin. Also es ist ja auch immer sehr begrenzt mit diesen mit der klaren Erfahrung, oder? Wo würde uns denn jetzt eins nur? Das kommt später erwachsen. Hier bräuchte man halt das beides dann. Sonst kommen wir nicht weiter, sonst kriegen wir keine Bretter. Ist das brauchen wir auf jeden Fall. Erkundung, da brauchen wir erstmal nichts. Da brauchen wir auch nichts, okay. Erschlagen. Kräuterfarmen, da brauchen wir. Ja. Komm. Achso, wir brauchen einfach nur 4 belesene Arbeitskräfte, glaube ich. Wir gehen mal auf.
Werden wir dann sehen. Das kann man nur abreißen. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ach, weil das außerhalb vom Bereich vom Lagerhaus ist, oder? Wäre schon gut mit den Händen. Das ist ein Lagerhaus hin. Damit wir das hier können. Können wir auch wieder mehr Nahrung produzieren. Können die Zelte alle voll besetzt sein? In einem renovierten Haus keiner lebt. Wir wohnen lieber in Zelten als in einem renovierten Haus. Die Holz. Ja, Bob. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zwingend ein Holz fälle. Ich kann mal rein. Mit dem, was tut ihr denn überhaupt? Was habt ihr für Aufträge hier? Muss ich da freie Arbeitskräfte haben, damit die das bauen? Oder macht es das? Jetzt hier rausnehmen. Na? Den Müll da hoch. Hätte ich ja einen frei. Der Freie kommt jetzt quasi auf. Was? Also braucht man, ich sag mal so, drei sollte das Minimum sein pro Lager, mit dem man ausbauen will. Heute ist nicht in Betrieb. Schlaf. So, könnt ihr bitte da drüben das Gebäude bauen? Ich würde ganz gerne, bevor ich hier irgendwas durchsuche, erst noch den Dietrich hier hinten haben. Braucht er sich? Okay. Ja.
Was eigentlich können wir nicht. Minus. Eigentlich brauche ich hier wahrscheinlich keine 3, solange ich nicht baue. Wenn die auch 2 reichen hat.